Hallo und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 17 oder vielleicht auch 16. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich bin gerade nach Hause gekommen und heute ist, ich sag gerade jeden Tag, dass heute ein besonderer Tag ist. Irgendwie ist ja auch jeder Tag besonders, oder? Heute ist es besonders neblig. Ja, man sieht nur quasi die Hand vor Augen, mehr nicht, und das schon seit heute Morgen. Man könnte jetzt behaupten, es wäre 6 Uhr früh. Es ist aber jetzt 4:30 abends, nachmittags. Und ich mache mir jetzt gleich was zum Essen warm. Die Mama hat auf dem Herd ein leckeres Gemüsecurry mit Reis für mich stehen lassen. Also es hat ja schon Vorteile, wenn man bei seiner Mutter wohnt. Und genau, da werde ich mir jetzt was zum Essen machen und dann fahre ich in die andere Wohnung und fange an, Kisten zu packen, weil das jetzt alles schneller geht, denke ich mal, als ich denke. Oh Gott. Es ist meine letzte Arbeitswoche. Heute ist Montag. Heute ist der letzte Montag in diesem Jahr, an dem ich arbeiten muss. Okay, jetzt hat es gerade aufgehört zu filmen. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl, nicht mehr arbeiten zu müssen an einem Montag dieses Jahr. Nächsten Montag ist schon der 23. und da bekomme ich, habe ich das schon mal gesagt? Weiß ich nicht. Das ist jetzt das leckere Gemüsecurry. Da ist ganz viel Leckeres drin. Grüne Bohnen, Brokkoli, Karotte, Rosenkohl, Cashews. Oh, genau das Richtige. Ich habe auch ganz viel Reis drunter gemacht. Sorry, dass ich gerade so rumgestottert habe, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das teilen möchte, was ich gerade sagen wollte. Und ich weiß auch nicht, ob ich schon gesagt habe, aber egal. Schwamm drüber. Ich versuche gerade wieder, mich gesünder zu ernähren, weil ich in letzter Zeit echt sehr viele Plätzchen gegessen habe. Und ich jetzt ja einfach das immer sofort an der Verdauung merke und huh, heiß. Auch an dem, wie es mir einfach generell geht. Heute zum Beispiel war ich mega müde, hatte voll den Brain Fog, weil ich gestern fast nichts Richtiges gegessen habe. Wir waren ja noch in dem veganen Restaurant, haben alle einen Burger genommen. Ich hatte so einen Tempeh-Burger, aber ohne Brot. Und ich war nicht so begeistert. Ich weiß nicht, ich bin auch irgendwie immer skeptisch bei so Restaurants, die versuchen, Fleischgerichte vegan zu machen. Lieber ist es mir eigentlich... Oh, jetzt kommst du auf meinen Schoß. Lieber ist es mir eigentlich, wenn es so wie in der asiatischen Küche mit integriert ist. Also, dass es dann ganz viel Gemüse ist mit Tempeh oder mit Tofu oder Seitan oder ja... Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Ja, wobei so manche Gerichte sind vegan einfach so viel besser verträglich, wie zum Beispiel Süßspeisen. Da finde ich es wieder okay, dass man das so ersetzt, wie bei einem Apfelstrudel zum Beispiel oder so. Aber ich weiß nicht, ich würde mir jetzt nie Rindsrouladen vegan holen, weil I don't see the point. Ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, aber ja, leider fand ich es jetzt nicht so dort. Aber ja, vielleicht habt ihr bessere Erfahrungen, habt ihr dort ein Lieblingsgericht? Falls ja, schreibt mir das in die Kommentare. Ich lasse mich ja gern von irgendwas überzeugen. aber jetzt muss ich erstmal essen.
Thank you.